Eine fortgeschrittene Tanzschülerin, die schon mehrere Jahre Ballettunterricht nimmt, zeigt den Anfängerinnen einige Übungen auf der Spitze. Der Anfängerkurs schaut gebannt zu, denn der Spitzentanz ist der Traum einer jeden Ballerina. Yvonne, unsere fortgeschrittene Tänzerin, hat im Alter von 10 Jahren mit dem Ballettunterricht begonnen und zeigt euch nun den Spitzentanz. Hier zeigt uns Yvonne ein paar Übungen auf der Spitze, die sie zu Beginn mit 2 Händen auf der Barre ausführt. Diese dient als Stütze während der Aufwärmphase. Hopp, schön kreuzen. Und jetzt schön entlang. Und ein bisschen schneller, Füße strecken. Und elastisch. Zack. Kreuz, schneller, Füße strecken. Hopp. Und jetzt hier. Hopp. Und hinten schließen. Es ist ja so, dass die. Diese Übung ist besonders gut, um die Muskulatur der Füße aufzuwärmen. So werden die Füße geschmeidig. Wir beginnen in der ersten Fußposition und zeigen einige Aufwärmübungen mit einer Hand an der Barre. Die Übungen werden erst mit dem einen, dann mit dem anderen Bein ausgeführt, damit beide Körperseiten gleich stark trainiert und gestärkt werden. Wir sehen ein Relevé balancé in erster Position mit dritter Armhaltung. Es gibt so Aussagen darüber. Hier sehen wir ein Soutenu par terre. Erst nach vorn, en avant, dann zur Seite, à la seconde, dann nach hinten, en arrière. Soutenu meint das Zusammenziehen der Beine aus einer offenen in eine geschlossene Fußposition. Die meisten Übungen im Ballett führt man erst nach vorn, dann zur Seite, nach hinten und wieder zur Seite aus. Das nennt man en croix, kreuzförmig. Nun sehen wir ein Demi-Plié in der 5. Position. Anschließend zeigt Yvonne ein drittes Port de Bras im Demi-Plié tendu en avant. Tendu bedeutet gestreckt. Es besteht aus einem Penché, Kippen, im Demi-Plié und Penché, Rück. Und Soutenu mit gestrecktem Standbein. Jetzt wiederholt Yvonne die Übung en dedans mit dem dritten Port de Bras tendu, Rück und Soutenu. Und wir enden in der 5. Position. Nun sehen wir ein Relevé lent zur 4. Arabesque. Bei diesen Übungen, die meist auf einem Bein ausgeführt werden, kann man gut erkennen, wie wichtig Haltung und Gleichgewicht für Balletttänzerinnen sind. Bei dieser Pose steht der Tänzer auf einem Bein. Das andere Bein wird mit gestrecktem Knie nach hinten gehoben. Diesen Schritt nennt man pas de bourrée suivi. Dieser Schritt sollte möglichst schwebend und gleitend ausgeführt werden. Durch diesen Schritt bekommt das Ballett auf der Bühne einen schwebenden Charakter.
Wir beenden die Stunde mit einer Reverence. Balletttanz haben, auch wenn man keine professionelle Tanzkarriere anstrebt. Der Ballettunterricht vermittelt euch eine gute Körperhaltung, viel Selbstvertrauen und eine gute Disziplin. Wenn ihr den Ballettunterricht ernst nehmt und regelmäßig übt, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist, werdet ihr sicher viel Spaß beim Tanzen haben. Das klassische Ballett entstand im 16. Jahrhundert in Italien. Die Bewegungen bestanden aus Elementen der Gesellschaftstänze und wurden an den Königshäusern bei Maskenspielen und prunkvollen Aufzügen gezeigt. Im 17. Jahrhundert, während der Regentschaft des Königs Ludwig XIV., wuchs die Bedeutung des klassischen Balletts. Da die Anforderungen an professionelle Tänzer anstiegen, entwickelte sich auch die Technik weiter. Damals wurde das Ballett von den höfischen Tanzsälen auf die Bühne des Theaters geholt. Das Opera-Ballett entstand. Jeder der einzelnen Bewegungen, die meist aus Schritten, Sprüngen, Drehungen oder Posen bestanden, wurde ein französischer Name gegeben, welcher heute noch verwendet wird. Wichtigste Merkmale des klassischen Balletts sind die Haltung des Oberkörpers,